Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo lieber Krebs, zwischen 1. und 3. März beginnst du den Monat mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Am Monatsanfang tritt eine besonders dynamische Energie ein, die dir helfen wird, positive Veränderungen in den Bereichen der Partnerschaften, Wohnsituation, Bildung und Reise zu bewirken. Du wirst neue Wege finden, deine Gefühle für einen Menschen zu äußern. In der Liebe sollte man nicht versuchen, auf vielen Hochzeiten zu tanzen, sonst wird man überfordert sein. Am 4. März tritt Mars in Zwillinge ein. Bis 23. April beschäftigst du dich mit der Beendigung einer wichtigen Angelegenheit, die viel Energieeinsatz von dir verlangt, und dementsprechend dürftest du in dieser Zeit etwas erschöpft sein. Arbeit hinter den Kulissen ist besonders begünstigt, aber man sollte sich nicht so sehr unter Druck setzen. Wir haben am 5. Merkur Konjunktion Jupiter. Du wirst dabei dir einen besseren Überblick von deinen finanziellen Möglichkeiten und Grenzen verschaffen. Falls man dabei ist, eine völlig neue Lebensphase zu beginnen, dann sollte man am besten eine Sache nach der anderen erledigen. Wir haben zwischen 6. und 11. des Monats Sonne-Konjunktion Neptun. Wahrscheinlich nimmt man sich vieles mit einem Menschen vor, aber nicht alle Pläne, die man hat, wird man umsetzen können. Ehrlichkeit ist in einem Verhältnis Priorität, denn nur anhand der Wahrheit wird man jegliche Situationen überschaubar gestalten. Zwischen 12. und 13. haben wir einen süßen Mond in Fische. Vergebene Menschen werden mit ihren Partnern viele neue Dinge verwirklichen können und sich darüber freuen. Dieser Neumond wird sich positiv in der Liebe sowie in finanziellen Angelegenheiten auswirken. Zwischen 14. und 16. März haben wir Sonne-Sextil Pluto, eine Geldinvestition kann notwendig sein, um weiterzukommen und vorhandene Situationen in Griff zu haben. Wir haben am 15. Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April sind Krebse mehr unterwegs als sonst. Die Themen Lernen und Bildung können wichtig sein. Wenn dies der Fall ist, dann wird es nicht einfach sein, die erwartete Leistung zu erbringen. Zwischen 17. und 19. haben wir Venus-Sextil-Pluto. Diese Kombination bewirkt sich besonders positiv im Bereich der Liebe und auch in dem Bereich der Partnerschaften. Diesbezüglich sind positive Ergebnisse zu erwarten. Zwischen 20. und 21. März haben wir dann Sonne und Venus beide in Widder eingetreten. Bis Mitte April wirst du mit einer Angelegenheit abschließen, die dich viele Sorgen bereitet hat. Eine Rückzahlung oder finanzielle Belohnung dürfte bei dir bald ankommen und dich erfreuen. Dann zwischen 22. und 24. März hast du Merkur Quadrat Mars. An diesen Tagen sollte man besonders vorsichtig mit seinem Geld und Eigentum sein, Auto fahren, ja? Oder verreisen, ist nicht in der Zeit zu empfehlen, lieber Krebs. Missverständnisse und Unfälle können einfach als sonst an diesen Tagen eintreten. Du hast dann zwischen 25. und 27. Sonne-Konjunktion Venus. Falls zutreffend, dürftest du Unterstützung von einem Familienmitglied oder Arbeitskollege bekommen. Viele werden mit dieser Konjunktion ihre kreative Seite auf irgendeine Art und Weise ausleben können.
Wir haben am 28. einen großen Vollmond in Waage, große Neuigkeiten in den Bereichen der Wohnung, Familie und Liebe werden bis Ende April eintreten. Zwischen 29. und 31. haben wir Sonne Sextil Saturn. Du wirst der Monat mit einem Gefühl der Erleichterung und des erneuerten Fokus beenden. Viele Situationen, mein lieber Krebs, werden schrittweise durchschaubar und beherrschbar, auch wenn manche Situationen momentan nicht so einfach für dich sind. Mit diesen Aussagen, mein lieber Krebs, bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Falls du eine individuelle und genauere Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für März. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt unseren Kanal. Wir wollen die 10.000 Abonnenten erreichen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, lieber Krebs, und wir sehen uns beim nächsten Video.